Herzlich willkommen bei der größten Qual, die wir je veranstaltet haben. Es kann ja nicht sein, dass wir uns hier treffen, um das zu spielen und nicht mal ein einziges Level schaffen. Aber wir haben Zelda gespielt. Ja, aber nur, weil wir auch das Level nicht geschafft haben. Was war denn das? Das war ganz cool. Aber so unverständlich. Ich habe mit dem anderen Knopf gedrückt, damit kann man auch schießen, was ist das, mit Y. Ich glaube, oh, hä? Hä? Ich habe A gedrückt. Wieso haben wir abgeklatscht? Egal. Hast du das gemacht? Nein. Ich glaube schon. Scheiße, es geht nicht mehr. Nein, du gibst dir auch keine Mühe, du musst dich mal ein bisschen zusammenreißen. Geh mal in die frische Luft. Ja. Geh durch. Ich habe eine kleine Choreo von der Seite. Hast du nicht. Es ist richtig eisekalt. Weiß ich. Draußen gefriert dir der Schneid, den ich abkaufe. Deine Socken liegen in den Apfelring. Lass mich in Ruhe. Alter! Doch nein, alles umsonst. Aber jetzt wissen wir es wenigstens und können uns das sparen. Das wäre so nett gewesen. Naja, denk dran. Es geht ums Überleben. Und Leben brauchen wir bitter. Bitter nötig. Vor allen Dingen, wenn wir das Leben als überleben sollten, das Level. Ohne zu sterben. Oh ja. Oh Gott, ja, dieser Druck, der dann da sein wird. Wir sollten weiter. Dann habe ich schon einen Plan. Dann gehen wir einfach noch ganz häufig in das Level rein. Und holen uns den Quaxi. Och Mann, ey, ich kann mir nicht mal eine Zigarette drehen in der Zeit, die du spielst. Rauchen ist auch ungesund. Du stirbst zu schnell. Sterben ist viel ungesünder. Stimmt. Du bist nicht da, doch bist du. Guck mal, hier, ihr militanten Nichtraucher. Sterben ist viel ungesünder als rauchen. Ja, aber nicht sterben im Videospiel. Da fällt dir nichts mehr ein. Vielleicht, ich überlege, ob das vielleicht nicht stimmt. Weißt du, was der Papagei bei, war das WarioWare? Da bist du stumm. Das ist, klingt eher nach den drei Fragezeichen. Nein. In Leipzig. Warte, ich bin soweit. Kann ich ihn rechten? Rechts, ja. Welcher Papagei? Der alles nachplappert, was man reinspricht in den DS. Ja, dann hat er das gesagt, was vorher reingesprochen wurde. Was ist denn das für eine Frage? Aber der das Spruch, den wir gesagt haben. Ach, wir haben einen bestimmten Spruch gesagt? Ja. Wie lautete der? Das kann ich dir erst in 10 Minuten sagen. Nicht politisch korrekt. Gib mir einen Tipp. Da bist du stumm. Fisch. Nicht Fisch, das ist überhaupt politisch total korrekt. Fisch ist, ja, naja. Ja, bist du Stummfisch? Wieso denn Fisch? Nein. Ja, Fische reden nicht so viel. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott! Oh, wieso waren wir denn da nicht mehr zu zweit? Wir müssen bis dahin zu zweit schaffen. Wie in der Lore. Ja, genau. Das hat ein bisschen was von der Lore. Das ist nur viel beschissener. Ich weiß nicht, ich fand die Lore auch schon ziemlich kacke. Da bist du stumm. Du Jude? Nein! Mir hat noch niemals in meinem Leben einen Judenwitz gemacht. In Leipzig? Das ist ja richtig lange her. Ja, haben wir dich gestuhlt. Haben wir gestuhlt? Dich haben wir gestuhlt. Eingestuhlt oder was? Nein, ja, du hast beim Bett, wir haben allen Müll auf dein Bett geworfen und dir haben den Stuhl aufgelegt, verkehrt rum. Warum? Das war lustig. Ihr habt mich gedisst oder was? Nein, nicht gedisst, gestuhlt. Hab ich offenbar verdrängt, weil es so wehgetan hat. Psychisch. Hat mich wehgetan. Komm ich da recht hoch? Ja.
Weißt du doch gar nicht, ob das wehgetan hat. Das hat nicht wehgetan. Wir haben es ja nicht so doll drauf getan. Während ich im Bett lag, oder was? Ja. Alter, was seid ihr denn für Assis? Ja, aber nicht, während du geschlafen hast. Du hast das über dich ergehen lassen. Hab ich gelacht? Es gibt sogar ein Foto. Bestimmt. Du hast meistens gelacht. Ich bin auch ein fröhlicher Mensch. Das schätzen, da bist du stumm. Das schätzen viele Leute an mir. Ich weiß nicht, was du sagen willst. Du hast nur an was möglichst politisch inkorrekt ist. Ja. Es ist gar nicht so politisch inkorrekt. Dann sag es doch. Hat das, kommt ein Name darin vor? Hitler. Kommt nicht darin vor. Bist du schon dumm. Das hättest du schaffen können, wenn du das anders gemacht hättest. Game over. Wir sind Game over. Ich will das schaffen. Du bist der Terrorlord. Du bist wirklich der Terrorlord. Ich bin der T-1000. Wir haben jetzt 31%. Uns steht noch die Qual ins Haus, wie sie uns noch nie. Ey, wir haben Outrageous geschafft. Das schaffen wir nicht. Weil wenn wir es schaffen, kommt dieser letzte Stachelmann, wie der Cooper bei Awesome, und haut uns in die Fresse. Wir müssen den ersten Teil des Levels nochmal spielen. Das war eine gute Sache. Gut Ding will Weile haben, sagt Yoda immer. Sagt er das? Gut Ding Weile haben will vielleicht. Nee. Weile haben, gut Ding will. Guck. Mit, bitte. Ganz rechts. Nee, dann irgendwo hier. Zwei davon links. Ey, du hast mich ein bisschen verunsichert. Wusstest du das wirklich? Ja, ich wusste das wirklich. Hier, Tabasco. Ihr könnt uns auch Geld geben oder alternativ ganz viel Tabasco. Nein, ich habe das Leben verpasst. Ich würde lieber Geld nehmen. Ben Horst. Wenn ihr wollt, dass ihr Geld verdient, dann müsst ihr es uns schon geben. Und wir haben es uns redlich verdient. Das war ganz lustig. Ich schlag ein Rad, denn ich bin Diddy Kong. Ich hab eine Mütze auf und bin der beste Freund von Donkey Kong. Ich esse den Bananen. Das ist ein Kumpel, ich hab's dir schon mal gesagt. Ja, aber das sind doch zwei große und kleine Brüder. Nein, das sind keine Zwei Brüder. Große und zwei kleine. Alle sind beleuchtet. Wozu ist denn eigentlich rechts auch ein Ausgang, wenn sie da gar nicht durchlaufen? Damit man weiß, wie man zurückkommt, weil man kommt ja woanders raus. Stimmt. Sie haben Realismus bemüht, das Spiel. Ich möchte im Übrigen betonen, dass wir zumindest... Oh Mann, ey. Zum jetzigen Zeitpunkt... Bist du mit dem Fass in der Hand gerade gestorben? Ja. Zum jetzigen Zeitpunkt auf einem Niveau spielen und das, obwohl ich Donkey bin. Das ist ja in diesem Level doch völlig egal, wo du nur auf den scheiß B-Knopf drücken musst die ganze Zeit. Ja, beim richtigen Zeit. Punkt, zum richtigen. Ja, das macht doch bei Diddy und Donkey keinen Unterschied. Weiß ich nicht. Donkey ist so dick. Was viele nicht wissen, der gehört ja auch bei Mario Kart zu den dicken Fahrern. Das weiß jeder. Oh Gott. Ich hab gar nicht auf dem Zettel gehabt, dass das eine ist. Nein. Snow Barrel Blast ist unser Verderben. Ich möchte wetten und wirklich wetten, dass Jean Pütz das nicht weiß. Ja, Jean Pütz hat auch noch nie Mario Kart gespielt. Ich rede jetzt nur von den Leuten, die Mario Kart kennen. Vielleicht wissen das da auch nicht alle, aber niemand, also das ist einfach keine Information, die für irgendjemand vielleicht interessant ist, der das bisher noch nicht wusste. Aber vielleicht will jetzt gerade jemand anfangen, Mario Kart zu spielen. Und der kommt in unser Video und freut sich über diese Information. Mach! Ich mach gar nichts, wenn ich nicht will. Was, du sollst wollen. Ist gut. Sollst wollen, ist gut. Der steuert sich echt wie die letzte Dr. Müller-Scheiße. Ja, wirklich. Und Dr. Müller wäre froh, wenn er sowas hätte. Das ist doch der von der Kakao, oder? Das widerspricht dem total. Auf jeden Fall. Insofern meine ich das gar nicht. Meine Dr. Müller würde sich sogar ärgern, wenn er so eine Steuerung hätte.
Das mal zwei sind ja auch Hummers. Hummers? Hummers. Ich habe keinen Bock mehr, ich bleib jetzt hier stehen. Du kannst doch noch 70 Leben sammeln. Was ist jetzt mit Dr. Müller? Der ist von Kakao? Das wäre doch geil, wenn jeder davon ein Leben wäre. Meinst du Kakao? Ja. Den deutschen Nationalspieler? Ist doch kein Doktor. Und auch kein Kakao. Ja, ich dachte, der hätte einen Doktor, der für ihn arbeitet. Dr. Müller. Nein. Warum soll er seinen Nachnamen tragen? Er trägt doch nicht seinen Nachnamen. Was? Nein, ich dachte, du meinst, Kakao würde von einem Dr. Müller immer behandelt werden. Ich dachte, du redest von Thomas Müller. Nein. Ach Mann, links. Ich sterbe da immer. Ich weiß nicht, wie man den umgehen soll. So. Oh. Was ist denn das mit Kakao? Also nicht der Fußballspieler Kakao, sondern das Getränk. Müllermilch, ich meine die ganze Zeit Müllermilch. So. Ich dachte, du meinst so nicht ein wie Dr. Müller Wohlfahrt. Ah, Kacke. Ja, der stimmt, den gibt's auch. Und der würde jetzt aus irgendeinem Grund außer vertraglich auch noch Kakao behandeln. Behandelt man den Kakao? Ja, mit Geräten. Pasteurisieren oder so. Vielleicht auch nett. Oder unnett. Nein, ich meine mit so einem Stethoskop und so einem Hämmerchen und Antibiotika. Dr. Müller-Wohlfahrt. Pasteurisiert Kakao. Schon wieder was gelernt. Was für eine Schlagzeile. Das wird er selber am meisten überrascht sein. Guck mal, das sieht doch so aus, als würdest du das Spiel können. Ja. Ich kann das auch. Großgrundsätzlich. Das wäre der falsche Moment gewesen. Du wärst voll in den Westmann reingefort. Aber er ist immer da, wenn... Jetzt nicht. Jetzt. Siehst du? Ja, das war ein falsches Jetzt. Siehst du, da war schon wieder das Falsche jetzt. Ja, ich hab geblinkt, ich hab das gewusst. Jetzt sind wir erst beim K. Kann aber was werden. Ein Viertel des Levels ist geschafft. Ey, das war gemein. Ich wollte nicht auf den ersten raufspringen. Hast du was geahnt? Hast du nicht. Doch, dass du nicht auf den ersten raufspringen wolltest, hab ich geahnt. Es sind erst 3 Minuten vergangen. Wir haben gleich, glaube ich, auch Rages getoppt. Wirklich. Auch die Lore? Die Lore waren ja nur zwei Videos. Ja, ein bisschen mehr. Nein, 2 Videos, glaube ich. Nein, wir sind in einem rein, da haben wir 2 komplette gebraucht und dann sind wir im dritten danach. Ja, unsere Zuschauer sind ja schon inzwischen alles gewohnt. Wir können viel Leid, viel Leid gewohnt. Nicht nur mit der Technik. Wir können die ja nicht mehr schocken hier. Wollen wir noch ein Video machen? Schon wieder 13 Minuten. Ja. Naja, den versuchen wir abwarten. Das dauert bestimmt keine Minute. Du hast ja Vertrauen in mich, das beruhigt mich sehr. Du hast selber kein Vertrauen in dich. Ja, aber du auch nicht. Das sagst du die ganze Zeit. Guck mal, dafür mache ich hier waghalsige Mutaktionen, ja, ich weiß nicht, ob das eine gute Idee zu bieten. Jetzt. Ach, so knapp, wenn er von unten kommt, muss man das machen. Krasse Scheiße. Du hast das auch schon mal geschafft. Ich glaube, das habe ich noch nie geschafft. Doch. Nur mit Glück und Dummheit. Mit rationalem Gehirn kommt man da nicht weiter. Und in dieses Ding, da laufe ich auch gerne rein. Es wäre viel leichter, wenn die Kisten alle stehen würden. Was? Na, die erste steht immer so gut. Da kann man gar nicht. Sterben? Weißt du, man rollt direkt ins Fass? Ach, egal. Immerhin haben wir das schon mal geschafft. Ja. Pong, super. Jetzt geht das Gestöber los. Guck mal, wie gut du das beherrschst. Wie Dean Martin. Dean Martin? Ja. Ich dachte kurz an Steve Martin. Der ist bestimmt auch gut damit. Ich hab alle gesammelt. Geil. Siehst du, also wenn das kein gutes Ich Ohren. Bin der Pro. Wie? Aus dem Sund. Land. Das
Na gut, das ist G. Con. Ja, ja. Kongenial. Da versteht. Ist die, ist die Abkürzung von Kong? Nee. Also. Nee. Donkey Kongenial. Nee. Das ist ein eigentlicher Name. So schreiben ihn die Behörden an. Nein. Das glaube ich nicht. Ach man. Da sterbe ich gerne. Ich bin jetzt Hausrat und Haftlied versichert am Montag. Geil, ich bin auch. Also brecht nicht bei mir ein, um mich zu töten, liebe Zelda-Fans. Achso, wir wollten noch Pause machen, Penner. Nicht du. Auch nicht Donkey. Oh Gott. Sucht euch alles, wer der Penner ist. Bis morgen.